Molle, du Trimax hier. So, das erste Mal. Das ist geil, Mann. Geil. Das erste Mal keine 50 Euro, sondern 100. Und die kriegt man richtig schwierig im Netz. Geil, Mann. Ein 100er Code ist doppelt so geil wie ein 50er Code. Digga, Everybody ist so ein Legenden-Song. Ich finde den Song jetzt noch geiler nach den ganzen Remixen. Black Screen. Ah. Ist das, ach so, ist Black Screen? Ah, Leute, es ist Black Screen. Oh, was? Ich wollte euch doch genau am liebsten jetzt meine Mail zeigen und meine Kreditkartennummer, wenn ich pay. Und das Passwort, jetzt habt ihr das nicht gesehen wegen des Blackscreens. Oh Mann, Alter, was bin ich denn für ein Drömel? Oh, danke für die Hinweise. Wo kann ich denn hier noch meine Telefonnummer anzeigen lassen? Da haben wir die Gems. Sauber. Ich denke mir immer, ich pay böse rein. Aber die Leute feiern das. Und das Geld kommt auch wieder rein. Ich denke mal, ja, wir können mal eine Ausnahme machen. Dann Paint. Ich denke so, ja, wir können jetzt mal eine Ausnahme machen. Das ist ein neues Game von Supercell. Dann denke ich mir, okay, dann zocken wir das. Das kann man mal auch böse reinpayen. Als Ausnahme. Ich meine, wann kommt mal ein neues Game? Das habe ich aber auch bei FIFA gedacht. Und da sind wir bei 23.000 gelandet. Und da dachte ich mir, ja, Pokémon ultra geil. Da kann man auch mal was raushauen. Fast 100.000 Euro in Pokémon-Karten. Das sind ganz schön viele Ausnahmen. Ich habe dann in einem Jahr mehr als 150.000 Euro für Games und Pokémon-Karten ausgegeben. Brauche ich Hilfe? Wir gehen wieder rein. Was holen wir uns? Level nicht geschafft, macht mich sauer. Wie weit müssten wir paint für die erste Karte, für die erste Truppe Level 9? Wir paint für die 9er. Oder ist es smarter, sich die Items zu kaufen? Was ist das Beste? Womit gibt man am besten Geld aus? Oh mein Gott, Barbaren auf 9. 80.000. Ey, alleine das Gold! Alleine das Gold kostet 40 Euro! 40% Chance for a critical hit. Ist ja irgendwie geiler, oder? Ich brauche irgendwie was Offensives für die Barbaren. Oh, Strongbow. 45% more damage bei 7 Euro einen Bogen gekauft. Strongbow. 60% more damage in der Zweier-Kombo. 15 Euro. Ein Packer. Ein Magier mehr. Heavy Sword macht das Damage. Ja, das wollte ich, das wollte ich. 50% Chance for critical hit. Double Damage. Ja, oder? Wenn sie Dreier-Kombo sind, können sie Double Damage machen. 7 Euro. Oh, ein Barbar mehr mit. Auch schmeckt auch sehr. Ein Kobold mehr. 45 Euro für 100.000 Gold. Um davon das 100.000 Gold auszugeben für den Wizard Upgrade. Strong Bows automatisch. Wichtig. Und Packer kann hoch. Sind gleich wieder 300 Euro weg, ne? Das ist so ein Schwachsinn. 5 Packers brauchen wir. 60. 30 Euro. 30 Euro für ein Heavy Sword. Wenn man braucht die Truppen, dann braucht man das Gold, dann braucht man die Items, dann brauchst du... Jetzt brauche ich das Gold. Das ist so dumm. Das ist doch völlig dumm, oder? Giant hoch. Packer können wir... Jetzt können wir nur noch Gold kaufen für den Packer. Das war's. Alles weg. Einmal Gold. Packer hoch. Kobolde noch einmal hoch. Fertig. Wieder 400 Euro weg. Einfach in nichts aufgelöst. Wie viel haben wir jetzt insgesamt schon ausgegeben? 1300 Euro? Prinz ist Level 9, der Wizard Level 9 und die Barbarians sind Level 9. Packer Level 7. Ey, wenn ich damit nicht die komplette Liga weg zerstöre, weiß ich auch nicht. Rein in den nächsten Fight. Packer zurück auf die Bank. Giants angreifen. Bogenschützen rein. Auch gut. Bogenschützen. Ein Giant. Ein chilligen Giant. Zack. Oh Gott, der lebt noch. Und ein Bogen. Schwupps. Sieht schon wieder scheiße aus. Die töten alles und noch mehr. Ja, müssen wir machen, oder? Oder? Ja, müssen wir rein da. Doch ein bisschen viel. Man, da muss man aufpassen, dass man nicht zu große Kombos macht. Oh mein Gott, der Feuerball ist stark. Ein Kobold rein. Triple Packer rein. Einer macht einen Double Hit.
Oh, dieser Double Hit schmeckt ja durch. Ja, merkt man schon den Unterschied. Ich habe vorhin besser gespielt. Aber jetzt das Level deutlich geschafft durch die neuen Fähigkeiten. Krass. Was bist du denn jetzt hier? Was bist du denn? Was ist das für ein Start? Wow, einmal Bar kann kritten. Wollen wir das machen? Nochmal das gleiche. Nee, 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 das ist jetzt. Ich bin schon ruhig. Und nochmal. Ja, besser. Rein mit euch. Den Schuss müssen wir auch überleben. Okay, ein Bogenschütze ist down. Ist okay. Gut. Auf die Bank. Auf die Bank. Auf die Bank. Oh mein Gott, da kam noch einer. Dann muss ich ihn auch noch auf die Bank setzen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ah, wie geil. Guck dir das an. 9er Combo Prinzen Level 9 mit der Fähigkeit auf dem erhöhten Level. Oh, macht schon Spaß, ne? Schöne Combo. Den Fern hat den Nerv. Und der Magier tummelt jetzt auf. So. Bogenschütze ein. Und noch ein. Jetzt kommen wir mit einem. Okay. Jetzt kommen die Packer, die müssten vier Sachen zerstören. Eins, zwei, drei, vier. Chillig. Immer viel Damage. Bogenschützen. Gut. Zwei Crits. Auch das ist gut. Completed. Na, die Belohnungen werden größer, aber unverhältnismäßig. Und. Sehr schön. Das ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das reicht. Digga, der hat sich einfach eingeklappt. Ich habe zu schnell gedrückt. Heilige Scheiße. Das war zu close. Das war zu close. Das war zu close. Ich hätte fast das Level verkackt. Das ist mir zu close. Da müssen wir nochmal ran. Das ist mir zu close. Eigentlich witzig, dass ich so dumm bin, oder? So. Willkommen zurück. Ja. Hilft nichts. Es geht weiter. Platz 1 global spielt sich nicht von alleine. Max zahlt gerade alle Entwicklungskosten. Ja. Das ist so dumm. Ich kaufe 100.000 und es bringt gefühlt nichts mehr. Ein Truppen-Upgrade. Ich kaufe die Explosive Rope, um einen neuen Spot freizuschalten. Und da haben wir es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Das 60.000 Gold Dual Sword für den Packer. Dämlich. Ein Housing Space mehr für die Kobolde. Eine Truppe Level 10. Geht das? Oder geht das nicht? 10 Barbaren. Huge. Jede Kiste ist ein Twitch Prime. Einmal noch 10 Barbaren, bitte. 2? 10 Barbaren, bitte. Nee. 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 5. Oh Gott. Und? 2 Barbaren noch. 2 Barbaren noch. Komm schon. Ja, 2 Barbaren. Oh mein Gott. 120.000. Das ist für 45 Euro kaufe ich jetzt Gold in dem Spiel. Maxed out. Maxed out. Oh mein Gott, ein Magier fehlt. Rein. Kein Magier. Kein Magier. Kein Magier. Was war das denn jetzt? Das waren 16 Euro und ich habe keinen einzigen Magier bekommen. Kein Magier? Das finde ich super sehr witzig, ne? Das ist deren Taktik. Ich habe 30 Euro ausgegeben für einen Magier und habe ihn nicht bekommen. Kein Magier? Ach, come on, das ist doch unwitzig. What? Dann holen wir uns den hier von der Kiste ab. Und schon wieder keine Gems. 500 Euro Gems weg, eben mal so. Nichts. 56.000 Gems sind gone. Baba, schaffst du das? Ja. Sauber. Krieg ich einen Magier? Ja, da ist er. So wird ein Schuh draus. Oh, oh, oh. Power Gauntlet. Damage. Justin Squares. Was für auf Full Damage. Für wen ist das? Safe for the Giant, ne? Ja. Wieso ist das gut? Ich hab jetzt den neues. Die letzte. Ich fand den High Damage. Surround Damage. So, Wizard geht hoch. 120.000. Plus 60%. Level 4 Rope ist das höchste, ne? Der Giant, der Wizard und der Barbarian sind maxed out. Warum sind die Games immer noch so schwer? Goblin auch, oder? Geht nicht. Du greifst an.
Dann geht ihr alle weg. Aber trotzdem einer. Zack, 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 zack. Lol, die haben beide einen Triple Hit rausgekommen. Nice. Ruhig und hätte die Schnauze im Fernoturm. Dankeschön. Rein mit dir. Zack. Du auch. Zack. Ein Prinzen. Und jetzt kommen drei Kobolde. Das gefällt mir. Ja, ist gut. Eins, zwei, drei. Ach, Digga, wir sind nicht so tanky. Noch ein Kobold. Der Nagel setzt so ein. Riesen-Prinz-Kombo, die alles abräumt. Ah, die zwei noch. Du bist ruhig und du wirst gewandschottet. Das heißt, nur der Packer kann es machen. Packer muss rein, ist blöd, ist aber so. Das ist jetzt hier die letzte Kombo. Kobold. Und die gute alte 10er-Kombo mit 180% Damage auf Level 10. Oh, ich mach mal Spaß. Ne? 10 Magier Level 10 sind 10 Magier Level 10. Das verstehen viele da draußen noch nicht. Wollen wir in die Liga gehen? Ich würde sagen, wir gehen in die Liga. Ganz doll, würde ich das sagen. Nachdem wir heute in einer Folge über 1000 Euro gepayt haben. Ich bin Platz 6. Ich steige gerade nicht auf. Die ersten 5 steigen auf. In Gold 1. Da will ich hin. Das heißt, ich greife an. Jetzt muss man so smart mit seinen Sachen umgehen, wie es nur geht. Aber ich bin am Anfang natürlich stark überlevelt. Nein, so eine Barbaren-Kombo schmeckt auf dem Low-Level natürlich richtig. Alles graue Kanonen, alles One-Shot. Giant oder Prinz? Giant oder Prinz? Giant. Zwei Bogenschützen. Finde ich auch cool, den Liga-Aspekt. 7 Magier Level 10 nehmen wir mit. Alle Kobolde rein. Da sieht man erstmal, wie starke Truppen ich habe, ne? Feuerball, immer Feuerball. Eine Kanone, Bogenschütze rein. Zack. Hier sieht man erst, wie stark die Truppen sind, ne? Jetzt hier ein Feuerball, erstmal alles tot. Bogenschütze. Bogenschütze. Feuerball. Na, hatten wir schon ein paar. Feuerball. Ich bin für das Level hier sehr stark überlevelt, ja. Das ist ja Liga. Jeder hat die gleichen Gegner. Das ist ein Prinz. Er läuft gerade nicht. Kommt keine geile Kombo zustande. Ich darf jetzt aber nicht nur eine zu große Magier-Kombo. Ich muss diese Stage jetzt noch schnell schaffen. Was ist das hier für ein Müll? Feuerball und einen Bogenschützen? Hat der Feuerball den Minenwerfer nicht getroffen? Doch, oder? Aber holt sich die Kaserne. Swap. Einmal löschen. Ah, es ist gefühlt gewastet, ne? Es ist gewastet. Es ist einfach gewastet, muss man einfach so sagen. Es ist ein Waste. Es ist ein derber Waste. Das ist gewastet geworden. Das war nicht gut. Das war einfach gewastet, versteht ihr? Swap und Angriff. Oh, das war clean. Das, so muss das aussehen. Eine Kombo. Barbaren. Sehr schön. Prinzen gehen rein. Feuerball. Kobold. Was? Falsche Seite, Mann. Ah, der greift es nochmal an. Nervig. Kobold überlebt und rein. Immer noch überlebt. Nochmal rein. Das spart Truppen. Dreier-Kombo Bogenschützen. Punktlandung wieder perfekt. Stage 9. Ey, meine Mitligisten werden so sauer sein. Wollen wir mal einen Prinz-Charge? Wir machen einen Prinz-Charge. Na komm, machen wir euch. Oh, da kommen Swaps. Das wollte ich gerade machen. Swap. Swap. Und rein. Zack, 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 zack. Genial. Zwei Kobolde. Ganz ruhig erstmal entspannt. Zwei Barbaren. Ah, die Dinger werden langsam tanky. Ah, gut. Das wären zu viele. Ich will auch nichts wasten hier. Fireball. Kann da irgendwas kommen? Oh mein Gott. So, wir müssen eine Rocket machen. Scheiße. Setzen wir direkt ein. Schmeckt. Zu stark. Oh, ist genau richtig. Los, Giants. Haben wir jetzt zwar keine Heilung mehr, aber das ist okay. Perfekt. Giants fokussieren. Ein Barbar schicken wir rein. Auch clean. Drei Bogenschützen. Nächste Stage. 8 Magier. Was ist das für ein Minenwerfer? What? Jetzt aber, oder? Ist immun? Nein, rein. Starke Barbaren-Kombo. Digga, was ist das für... Wie sehen die überhaupt aus? So hoch bin ich noch gar nicht selber gespielt. So weit bin ich noch gar nicht. Stage
Wollen wir mal zünden? Oder schaffen wir die Stage irgendwie, ohne das zu zünden? Das macht keinen Sinn. Ja, wir müssen zünden. Einmal noch, komm. Let's go. Was? Ich dachte, das... Holy shit, ich hab mir was ganz anderes vorgestellt. Du brennst doch noch, das sehe ich. Ein Magier. Jetzt brennt das Ding, totgebrannt. Stage 14. Feuerball. Und die Barbaren. Wie sehen denn die gegnerischen Einheiten aus? Ich bin gemaxt und kann die nicht mehr killen. Was ist das für ein Spielkonzept? Zwei Kobolde. Passiert gar nichts mehr. Zwei Kobolde. Einen Magier. 10 Barbaren. Rein da. Die sind gemaxt. Die sind fucking gemaxt. Mehr geht nicht. Mehr geht in diesem Spiel nicht. Dann nehmen wir uns die 8. Magic. Oh, ich wusste, dass der eine so tanky ist. Scheiße. Den hätte ich lieber anders zerstören sollen. Was bringen die ganzen... Oh Gott. Du machst die Mauer kaputt. Oh doch, das bringt was. Die Rakete. Ist nicht tot. Und hier rein. Let's go. Das war ziemlich krass. Ich glaube, ich lade davon ein Tutorial hoch. Da können noch viele von lernen von mir. Ist das nicht eine sicke Belohnung, so weit zu kommen? Das macht irgendwie Spaß. Das waren scheiß viele Chests. So, wir schauen noch eine in die Liga. Oh, fantastisch. Ja, der Martin auf der 3. Der Martin auf der 3. Nicht schlecht gespielt. Am ersten Tag 5 Stages, dann am letzten Tag jetzt gerade 6 Stages. Das ist auf jeden Fall nice. Legendary One. Da sehe ich mich. Könnte ich mit dem, was ich ausgegeben habe, relativ schnell hinkommen? Wie schnell kann ich aufsteigen? Boah, ich bin Gold 2. Wie demütigend. War wieder mega geil. Ey, aber jetzt mal ohne Witz. Macht es nicht zu Hause nach. Ist klar, oder? Leute, denkt dran. Das ist nur ein Game von 3 von... Supercell, die rauskommen. Wir werden alle zocken. Auf jeden Fall auf Twitch ein Follow dalassen, also ganze live. Auf YouTube ein Abo dalassen, da gibt's alle Highlights. Clash of Clans Rathaus 14 ist sehr bald da. Da werden wir auch nochmal reinpayen. Wenn ihr direkt sehen wollt, wie das aussieht, wenn man sich das alles public erkauft. Abonnieren, um nicht zu verpassen. Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.